Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Autofree. Heute mal etwas ganz anderes. Ihr seht hier den Can-Am Ryker in der Rally Edition. Das ist ein, ja, der Hersteller sagt Motorrad für Autofahrer. Ich nenne es einfach immer gern Dreirad. Ihr findet alle wichtigen technischen Daten unten in der Infobox angefügt. Ich gehe hier jetzt primär mal, weil es wirklich auch für uns etwas ganz anderes ist, wirklich mal subjektiv auf die Eindrücke ein, die wir so in den letzten zwei Wochen gesammelt haben mit diesem Fahrzeug, das so gesehen jeder von euch theoretisch mit normalem Autoführerschein fahren kann. Einzige Voraussetzung ist dabei ein Helm. Also es soll im Prinzip Motorradfahrer Spaß bieten, ohne den dafür notwendigen Führerschein zu machen. Los geht's dabei in der Non-Rally Edition knapp unter 10.000 Euro. Bei der Rally Edition liegt man dann so bei knapp 12.000, 13.000 Euro. Und ihr seht es auch schon, man kann sehr viel damit anstellen. Unter anderem hier zum Beispiel die roten Griffe, die gelben Details oder die Box und verschiedene Dekore. Also da kann man immer sich sein Fahrzeug so zusammenstellen, wie man möchte. Dann gehen wir einfach mal auf ein paar technische Besonderheiten ein. Hier zum Beispiel das Fahrwerk vorne lässt sich einstellen in der Rally Edition. Zudem gibt es in der Rally Edition ein wenig mehr, 2,5 cm mehr Federweg als mit der Non-Rally Edition. Und das Ganze lässt sich dann auch hier in den Dämpfern in 4 Stufen einstellen. Und nicht nur hier vorne, sondern auch der Dämpfer hinten lässt sich nochmal verstellen. Hier drunter steckt dann ein kleines Fach mit knapp 7 Liter Stauraum. Allerdings lässt sich das Ganze nicht verschließen, beziehungsweise es wird auch mit der Wegfahrsperre leider nicht verschlossen. Das hier ist dann ein Zubehörteil, nochmal so eine zusätzliche Box, die auch hier nochmal sich so ein bisschen verschließen lässt. Das Ganze ist, soweit wir das jetzt gesehen haben, er stand nämlich auch mal draußen, sogar wasserdicht und lässt sich dann auch hier für etwas mehr Komfort wieder entfernen. Und wie ihr seht, die Rally Edition ist ein Einsitzer, kein Zweisitzer. Wenn wir über den Antrieb sprechen, dann gibt es einmal den Rotax 600, ein Zweizylinder mit 50 PS oder wie in unserem Fall den Rotax 900, ein Dreizylinder mit 82 PS. Dann seht ihr hier vielleicht auch schon ein paar Markierungen, denn die Fußrasten lassen sich genauso wie der Lenker individual verstellen. Fußraste ist auch schon hier ein Punkt. Das ist die einzige Bremse, die wir haben. Damit werden alle Bremsen simultan geregelt. Und der Antrieb erfolgt über ein CVT auf das dicke, fette Hinterrad. Was man dem Ryker auf jeden Fall lassen muss, er ist auf jeden Fall vorbereitet. Bei 295 Kilogramm Eigenleergewicht kann er noch ordentlich was zuladen, denn das zulässige Gesamtgewicht beträgt 499 Kilogramm. Und wie ist Schlussweg? Der Fahreindruck. Naja, also wirklich Motorradfahren ist es in meinen Augen nicht. Es hat etwas vom Charakter mit der Freiluft und so weiter und so fort. Allerdings haben wir hier eben ein Dreirad, wie ich es liebevoll einfach mal so nenne. Kleiner Haken für mich beim Fahren ist so ein wenig das CVT. Klar, es macht es sehr einfach für Einsteiger, aber es macht es für mich als Teilzeit-Motorradfahrer auch irgendwie etwas langweilig, denn das Schalten macht auch beim Motorradfahren richtig Spaß. Dann geht es weiter mit der Kurvendynamik. Klar, da ist er mit den Dreirädern nicht ganz so sportlich unterwegs. Zudem muss man ein bisschen aufpassen, wenn man zu schnell in die Kurve reinfährt, kommen wir sehr schnell ins Untersteuern, obwohl das ESP sehr clever regelt, allerdings teilweise dann auch sehr hart reinregelt. Was ich allerdings nicht erwartet hätte, dass es doch ein wenig Spaß macht, wenn man das richtige Knöpfchen findet. Es hat etwas gedauert, denn im Eco- und Normalmodus, ja, da ist es sehr zurückhaltend. Das ESP greift relativ früh ein, aber es gibt ja auch hier den sogenannten Sport- und Rally-Modus und da lässt er dann doch mal etwas lockerer. Das heißt, man kann es durchaus schaffen, dass man sich mit diesem Gefährt gerne mal ein wenig im Kreis dreht oder auf lockeren Schotterpisten sehr viel Spaß haben kann. Dafür braucht es aber definitiv Schotterpisten, denn unten heraus kann man quasi mal beim Anfahren ein wenig quer losfahren, aber oben heraus ist er dann zum Beispiel in den Kurven doch etwas zu träge, beziehungsweise das ESP greift dann doch ein und er untersteuert noch ein wenig, sodass man da nicht unbedingt bei hohen Geschwindigkeiten noch einen Drift hinlegen kann, sondern dafür braucht es entweder Schotter oder wirklich niedrige Geschwindigkeiten beim Anfahren. Aber dabei sei gesagt, dieser Punkt hat wirklich Spaß gemacht und auch überraschend Spaß gemacht. Insgesamt aus Motorradfahrersicht muss ich allerdings sagen, ich glaube, ich habe die bessere Entscheidung getroffen, den Motorradführerschein zu machen und theoretisch mir ein Motorrad zu kaufen und bin damit trotzdem noch günstiger unterwegs als jetzt hier mit dem Ryker in der Rally Edition. Und das war's auch schon mit diesem Video zum Can-Am Ryker in der Rally Edition. Solltet ihr jetzt noch Fragen haben, gerne damit unten in die Kommentare. Ich habe auch schon ein paar
kontroverse Meinungen auf Instagram gesammelt. Sehr spannend allerdings, was ihr von diesem Fahrzeug bereits schon von euch gegeben habt. Möchtet ihr jetzt noch mehr dieser Art oder generell vielleicht auch mal ein Motorrad sehen, dann lasst uns das gerne wissen. Und vielleicht können wir dann auch dementsprechend aufrüsten, dass wir einen Fahreindruck auch wirklich während dem Fahren sprechen können. Denn mit der theoretisch momentan vorhandenen Technik ist das mehr so ein von Windgeräuschen und vielleicht können wir da ein wenig aufrüsten, wenn ihr da wirklich Interesse haben solltet. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.